Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, etwas verspäteten Folge De La Terra Tour mit Flo. Wie schon oft versprochen, wollen wir endlich mit euch über die Bücher des September und Oktober reden. Und dazu habe ich mir wie immer den ganz wundervollen Flo eingeladen. Hallo Flo. Guten Abend, Dela. Und um es klar zu machen, ist September und Oktober 2017. Genau, wir befinden uns aktuell im November 2020, aber ich denke, wer uns folgt, der weiß ungefähr, warum die Prioritäten sich zurzeit etwas verschoben haben. Kurzer Einblick in die Zukunft, die Bücher des November und Dezember werdet ihr dann wieder im Doppelpack im Dezember bekommen, wenn ihr das möchtet. Weil ich zur Kur fahren darf und da noch nicht genau weiß, wie das wird mit Internet und ähnlichen Vorteilen der Zivilisation. Und falls es sich verspätet, also ihr bekommt die Folge, aber wir können halt im Moment für gar nichts garantieren. Genau. Gut. Flo, was hast du denn im September so gelesen? Und generell erstmal, wie zufrieden warst du für diesen Schwung? Es waren nette Sachen dabei. Ich glaube aber, wenn ich so den Stapel angucke, jetzt keine richtigen Highlights, aber auch keine richtigen Tiefpunkte oder nur sehr wenig. War schon okay. Ja, ich habe tatsächlich im September echt wenig gehabt. Dafür dann im Oktober endlich wieder mehr, weil ich auch tatsächlich endlich mal wieder ein bisschen Zeit hatte. Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt in die Sache rein. Willst du anfangen oder soll ich? Ich kann gerne anfangen, und zwar mit was ganz Kurzem, das wir schon öfter mal hatten. Ich habe mal wieder Edgar Rice Burroughs gelesen. Ja. Mittlerweile den vierten Band des Mars-Zyklus, Tuvia, das Mädchen vom Mars. Und auch wenn die Welten nach wie vor sehr interessant sind, war das bis jetzt für mich der schwächste Band der Reihe. Die Geschichte ist mittlerweile so weit, dass der Sohn von John Carter und Deja Torres, den Helden aus den ersten Büchern, hat hier die Hauptrolle und muss seine Prinzessin vom Mars retten. Es ist zum Glück ein sehr dünnes Buch. Es hat mich jetzt nicht so wirklich umgehauen. Ich meine, ich werde die Reihe natürlich zu Ende lesen. Es sind, glaube ich, jetzt noch zwei Bände. Und muss man nicht unbedingt. Also wenn man die ersten mochte, kann man es gerne lesen. Aber ich lese es nur aus Komplettierungszwecken. Ja, ich glaube, du warst doch mit dem letzten schon nicht so ganz warm geworden, ne? Ich glaube, ja. Wobei, das letzte, was ich gelesen habe, war der erste Band der Venusreihe. Da bin ich auch nicht warm geworden. Okay. Ja, ich habe diesen September sehr gut genutzt und habe mich der Weltsituation angepasst. Ich habe nämlich ein Hörbuch von Christopher R. Fee gehört. History's Great Plagues, was auch immer. Also große Plagen. Seuchen. Genau, Seuchen der Geschichte. War wirklich ein echt hübscher, historischer, literarischer Abriss über die großen Seuchen. Eben von Pest angefangen, diverse Arten von Pest, über eben spanische Grippe und so weiter und so fort. Und eben aber auch sehr die gesellschaftlichen Implikationen, die das Ganze hatte. Also eben Veränderungen im Arbeitsmarkt, das Aufbrechen des Klassensystems und all diese Dinge, die wir im Zuge von Corona vielleicht noch erwarten können, dürfen, sollten, weiß ich nicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war wirklich gut und interessant erzählt. Allerdings muss ich sagen, es ist nach hinten sehr ausgefranst. Also es wurde hinten raus dann doch schon recht langatmig. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, klingt doch gut. Ich habe mich nicht mit so aktuellen Sachen beschäftigt. Ich habe alte Seuchen genommen. Ich habe wieder Lovecraft gelesen. Oh ja.
Es gibt eine dreibändige Ausgabe der Zusammenarbeit mit anderen Autoren. Und da habe ich jetzt die ersten beiden Bände gelesen, Band 1 von 1918 bis 1929 und Band 2 dann aus der Zeit, in der er am meisten geschrieben hat, 1930 bis 1932. Mhm. Band 3 bin ich momentan dabei, das wird dann den Rest abdecken. Und es sind viele Geschichten drin, die er geschrieben hat, auch mit anderen bekannten Autoren, also oder zumindest aus dem Lovecraft-Zirkel bekannte Autoren, sagen wir mal so. Henry S. Whitehead, ja. Hazel Held. Es gibt sogar Leute wie ein ganz junger Robert Bloch. Oh, sehr gut. Mhm. Und es gibt auch C.M. Eddy und so die Namen, die man kennt, wenn man sich ein bisschen mit Lovecraft beschäftigt. Ja. Und es gibt auch ein paar sehr kurze Stücke, bei denen nur Lovecraft als Autor genannt ist. Mhm. Bei denen sich wahrscheinlich irgendjemand, also die er für irgendjemanden geschrieben hat, ist aber nicht bekannt, für wen oder mit wem. Wie immer bei solchen Sammlungen. Es sind tatsächlich ein paar nette Sachen dabei. Ich weiß, du hast hier mit Lovecraft auch deine Probleme, das geht mir ja nicht anders. Ja, wie gesagt, ich finde halt Lovecraft war der schlechtere Lovecraft. Das ist es, ja. Und nicht unbedingt wegen seinem komischen Stil, sondern weil er halt Lovecraft ist. Genau. Aber ich muss sagen, ich war echt zufrieden mit den Büchern. Mhm. Also ist mal wieder schön. Ich habe jetzt lange keine Kurzgeschichten in dieser Form mehr gelesen, so Klassiker. Hat richtig wieder Spaß gemacht. Ist ja schön. Spaß gemacht hat mir tatsächlich, so halb, ein weiteres Hörbuch. Ich habe im September fast nur Hörbücher. Technology of the Gods von David Hatcher Childress. Ja, ich weiß, wir haben das schon öfters ausdiskutiert. Ich höre gerne denigen und ich höre gerne solches Zeug, weil ich es einfach entspannend finde. Ich finde, das ist ein guter Abenteuerroman, solange man das nicht für voll nimmt. Und dementsprechend habe ich an diesem Zeug auch ganz gut Spaß gehabt. Ich mag halt dieses krude Zeug, weil es eben ein geistiger Leerlauf für den Kontrast zu den normalen, ernstzunehmenden Sachen ist. Allerdings muss ich sagen, das jetzt lief doch relativ unbeachtet im Kopf durch. Das habe ich einfach durchgehört und es war einfach kein großes Highlight. Aber man kann es trotzdem hören, wenn man eben auf der Suche nach Leerlauf im Hirn ist und nicht in die Gefahr läuft, das Zeug ernst zu nehmen und damit in irgendwelche Verschwörungslöcher zu fallen. Aber man erfährt halt tatsächlich was über Orte auf der Welt, von denen man so noch nicht viel erfahren hat. Und das lädt dann tatsächlich dazu ein, sich mit seriösen Themen dazu zu beschäftigen. Und das finde ich eigentlich ist immer das Interessante daran, weil du halt über diese Gegenden zum Beispiel ja doch recht selten mal irgendwas hörst. Und das meine ich jetzt nicht von im Sinne von, das wird unter den Tisch gekehrt oder so, sondern das sind halt einfach auch ab und zu mal neuere Entwicklungen, die es einfach in die Popkultur noch nicht geschafft haben. Ja, als du gesagt hast, so Orte, von denen man nicht viel weiß, habe ich mich ertappt gefühlt. Da lebe ich ja auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Gibt's bei euch auch Aliens? Wenn ich mir die Nachbarschaft anschaue, ja. Mit Sicherheit. Ja, mit Popkulturen, nicht so in die Popkultur geschafft. Das kann man jetzt von meinem nächsten Buch nicht behaupten. Ich habe wieder einen Miss Marple-Roman gelesen. Mhm. Ich bin also dabei, nach und nach diese Bücher aufzuholen. Ja. Und diesmal war es Die Schattenhand. Okay. Gehört zu den weniger bekannten. Ich sage mal so, ja, es hat einen Grund, warum es weniger bekannt ist. Mhm. Es ist ganz nett, aber es ist jetzt auch nichts, was einen großartig umhaut. Hm. Es sind so die Standardzutaten. Es wird jemand in Selbstmord getrieben und gleichzeitig verschwindet das Hausmädchen und dann taucht das Hausmädchen irgendwann ein paar Tage später tot auf. Mhm. Und plötzlich sieht der Selbstmord auch so aus, als wäre es vielleicht gar nicht gewesen. Und naja, dann kommt Miss Marple dazu. Naja, es ist ja zumindest Standard, aber Standard ist ja nicht schlecht. Genau, also es ist auch nicht schlecht, aber halt auch jetzt nichts, wo man denkt, ach ja, das war jetzt mal richtig klasse. Es ist eine nette Miss Marple-Krimi-Geschichte. Mhm.
Ja, ist ja grundsätzlich nicht so kehrtes dran. Ich meine, wird wahrscheinlich auch nicht allzu lang sein, nehme ich an. Es ist ein ziemlich dünnes Buch, knapp 170, 180 Seiten. Ja, okay. Dann habe ich gehört The Borgias von Paul Strassman. Ja, Borgias kennen die meisten, wenn sie sich nicht mit Päpsten und Zeug so großartig investieren. An dieser Stelle große Empfehlung an den vorletzten Zeitsprung. Da gab es eine sehr schöne Folge über eine Papst-Exhumierung und Gerichtbarkeit. Das war sehr interessant. Und große Empfehlung an den Podcast History of the Papacy, falls ihr euch dafür tatsächlich interessiert. Aber die Borgias haben es tatsächlich halt auch irgendwie in die Popkultur geschafft. Da gab es eine doch recht hübsche ZDF-Serie. Also ich glaube eine deutsche Produktion auch tatsächlich. Oder ja, zumindest eine Co-Produktion. Genau, und zeitgleich gab es noch eine, ich glaube, Showtime-Serie. Also es gibt zwei Serien, The Borgias und Borgia. Mhm, genau. Kann man beide gucken. Genau. Ja, wem das kein Begriff ist, es ist halt eine Familie, eine Dynastie von eigentlich ursprünglich mal Spaniern, die es halt durch diverse Intrigen und so weiter geschafft haben, sich zum Papst wählen zu lassen, also das Oberhaupt der Familie, der halt auch tatsächlich vorhatte, das Ganze irgendwie zu einem vererblichen Amt zu machen. Das Ganze ging dann aus diversen Intrigen und Attentaten und so weiter wieder schief. Aber es ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte und sehr, ja, sagen wir, schillernde Persönlichkeiten. Demzufolge war dieses Hörbuch auch thematisch echt arg interessant. Bedauerlicherweise war es halt leider relativ fad gelesen. Aber man hat hier tatsächlich mal ein paar Infos gekriegt, die man zumindest so aus dem Popkulturwissen nicht hätte. Hat tatsächlich Spaß gemacht, konnte man hören, nur es war halt wirklich schon von der Lesung her nicht so toll. Ich mache dann weiter mit einem Viererpack. Ich habe den Heine Jubiläumsband Nummer 48 gelesen. Mhm. Mit dem schönen Titel Superhorror. Mhm. Heine hatte damals, ich weiß gar nicht, wie viel Geburtstag, es war im Jahr 1990. Keine Ahnung, steht jetzt nicht dabei. Ach, das ist doch 50. Ja, 50. Jubiläum des Verlages. Und hat da ein paar sehr dicke Bücher rausgebracht. Und dieses Jahr enthält Peter Straub Blaue Rose. Mhm. Tatsächlich eine der Straub-Geschichten, die ich kannte sie schon und eine der wenigen, die ich bis jetzt mochte. Mhm. Ist auch ziemlich kurz. Das ist eine schöne Serienkiller-Geschichte. Da gibt es auch mehrere Erzählungen von. Ja. Dean Koontz, die Hellseherin, die hat mich jetzt wieder weniger überzeugt. Mhm. Aber zu Koontz kommen wir später nochmal. Mhm. Robert Bloch, Psycho 2. Oh ja. Mhm. Bloch hat ja neben Psycho dann auch, als der Film rauskam, ein Drehbuch geschrieben für Psycho 2, das nicht verfilmt wurde, aber er hat es dann in einen Roman umgearbeitet. Mhm. Und hat dann auch einen dritten Teil geschrieben, Psycho House, der dann... Ja. Nochmal eine ganz andere Richtung geht. Tatsächlich ziemlich gut. Und von John Saul im Zeichen Kainz. Saul haben wir auch schon öfter erwähnt. Ich möchte ihn so gern mögen, aber er schreibt immer wieder das gleiche Buch. Ja, und das ist auch nicht unbedingt gut. Es ist hier derselbe Fall. Mm. Warum ich es mir auch geholt habe, diesen Superband, ist, ich sammle ja diese Heine-Reihe, die unheimlichen Bücher aus den 80ern. Ja. Und der Koontz und der Saul sind in dieser Reihe erschienen. Und dann hatte ich das Ganze halt in eine Packung. Mhm. Hat sich leider noch nicht so gelohnt. Mit dem so, worum geht's? Hast du den schon gelesen oder noch nicht? Also, wenn ich mich richtig erinnere, beschäftigt sich dieser Saul mit, es ist eine Okkultgeschichte der 70er Jahre, mhm. mit ein bisschen Mittelalter, Inquisition, bla, und dann in der Gegenwart ist irgendwie so eine Klosterschule, an der dann diese unheiligen Kräfte aus dem Mittelalter wieder auftauchen, also du merkst, ja, du merkst an meiner Beschreibung,
er hat keinen großen Eindruck hinterlassen. Ja. Naja, das Ding ist halt bei so normalerweise, er entwirft irgendwelche vernachlässigten Kinder. Diese vernachlässigten Kinder werden dann von irgendwelchen vernachlässigten Kindern von vor 200 Jahren vorher besessen, bringen dann irgendwelche Leute um und am Ende werden sie totgefoltert, um es zusammenzufassen. Das ist eigentlich das Rezept für sämtliche John Saul-Bücher. Ja, so ungefähr war das hier auch. Das Schlimme ist, ich mag den eigentlich echt gern, weil er hat so einen schönen pathosgeladenen Stil, aber na. Ja, leider. Okay, dann komme ich zu meinem Highlight aus dem September. Virgo and Bones von Craig Childs. Es war absolut überhaupt gar nicht, was ich erwartet habe. Aber es war absolut großartig. Es war wundervoll gelesen. Es war richtig wortgewaltig. Es war pathosgeladen. Und auf so einer ganz komischen Ebene irgendwie berührend. Ich habe mir hier tatsächlich was vorgestellt, weil ich im August Atlas of a Lost World von ihm gehört hatte. Was halt ein wirklich hübscher Ausflug in die frühzeitliche Zeit der frühzeitlichen Menschen war. Und hier dachte ich halt, geht's tatsächlich um Archäologie und, wie soll ich es ausdrücken, ja, eben diese Kräfte in der Wüste, die eben die Archäologie dort spannend machen oder interessant machen. Und das war es halt so überhaupt nicht. Es war halt einfach eine absolut liebevolle, sehr berührende Beschreibung der Natur, der Kräfte, die dort in dieser Natur wirken und der Dinge, die das psychisch in den Menschen auslöst. Und das fand ich wirklich, wirklich fantastisch gelesen. Auch der Erzähler, die Erzählerstimme ist großartig. Und obwohl es überhaupt nicht das war, was ich erwartet hatte, war es wirklich richtig großartig. Also das ist eine ganz große Empfehlung von mir. Von den Hörbüchern könnte das tatsächlich eine meiner Top-Empfehlungen dieses Jahr sein. Das klingt aber auch wirklich interessant. Wenn ich mehr zu Hörbüchern kommen würde. aber ich schreibe es auf jeden Fall mal auf meine Liste, dann sehen wir mal. Gut, damit bin ich für den September durch und würde dann in den November übergehen. Willst du dich erst den Oktober machen? Natürlich meine ich doch. Entschuldigung. Ja, ich habe das jetzt nicht so bei mir sortiert, weil da auch Sachen zusammenhängen, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ja. Ich mache einfach mal weiter, wieder mit Dean Koontz. Mit Todesdämmerung. Ja. Es geht um eine alleinerziehende Mutter. Sie und ihr kleiner Sohn werden auf einem Parkplatz von einer alten, wirren Frau angegriffen, die behauptet, der Junge sei der Antichrist und müsste getötet werden. Leider ist diese alte, wirre Frau Anführerin eines Kultes und will das Ganze dann auch durchziehen. Die Mutter wendet sich an die Polizei und an einen Privatdetektiv, der sie beschützen soll. Natürlich gibt es dann auch eine Liebesgeschichte, die absolut überflüssig ist. Natürlich. Aber tatsächlich ist das ein Kunst, der mir gefallen hat. Oh, ich bin begeistert. Er ist schön flüssig geschrieben, man kommt schnell gut durch. Das Ende ist, ja, wie bei so vielen dieser Bücher, ein bisschen. Ja, es fällt ein bisschen auseinander. Hm. Aber bis dahin ist das echt ein guter Thriller und er bringt schon zu Anfang den Hund um. Oh, okay. Das überrascht einen ja immer. Ja, tatsächlich. Natürlich gibt es später einen neuen Hund, aber das ist ja egal. Also, Todesdämmerung heißt so, weil diese Sekte nennt sich Kirche des Zwielichts. Und Twilight ist halt der Originaltitel, wenn ich mich nicht täusche. Oder Servants of Twilight. Hm. Tatsächlich, es hat dazu geführt, dass ich doch kurz noch mal ein bisschen aufgefüllt habe auf meinem Stapel. Ja, ich hoffe, es war kein Fehler. Ja, halt mich auf Laufenden, du weißt, das interessiert mich sehr. Ich möchte ihn so gern mögen. Geht mir ja genauso. Das ist das Problem. Es gibt so ein paar klassische 80er-Jahre-Horrorautoren. Die eigentlich eine große Auswahl haben an Sachen, die man gerne lesen würde, aber dann, naja, dann liest man den Namen und denkt, ach, vielleicht heute doch nicht. Ja, leider.
Na gut, dann machen wir mal weiter. Ich nenne jetzt zwei Dinge, weil ich über die nicht reden kann. Das werdet ihr dann bald in dem jeweiligen Podcast hören. Denn ich habe im Oktober gelesen, einmal 5 Wochen im Ballon. Die Folge ist schon raus, die könnt ihr hören in 80 Büchern um die Welt. Wundert euch nicht, ihr werdet mich da nicht hören, weil ich das Buch zwar gelesen habe, aber eben aus persönlichen Gründen momentan nicht zum Aufnehmen komme. Deswegen werdet ihr da Spaß haben an Flo's Meinung und an der Meinung von Kai. Ja, aber jetzt würde mich dann doch mal ganz kurz deine Meinung interessieren. Es hat mir tatsächlich schon irgendwie Spaß gemacht. Allerdings zog sich's für mich sehr. Und das ist auch das, was mir momentan mit diesem Podcast ein bisschen Angst macht. Ich glaube, ich habe Probleme mit dem Stil. Wobei ich sagen würde, dass der Stil hier nicht ganz typisch ist und sehr vom Übersetzer abhängt. Okay. Aber das werden wir merken. Ich merke nämlich jetzt, ich bin jetzt aktuell dabei, sein zweites Buch zu lesen, Die Abenteuer des Captain Hatteras. Und es liest sich ganz anders. Okay. Aber nicht ich muss sagen, ich habe auch da wieder einige schöne Zitate gefunden gehabt. Also von daher ist es nicht ganz hoffnungslos für mich. Aber ich glaube, das sind tatsächlich Dinge, da brauche ich wirklich Nerven dafür. Und die habe ich halt im Augenblick aus Gründen nicht. Ja, es hat ja sehr viel technische Beschreibungen und sowas über Seiten hinweg. Und das ist wirklich anstrengend. Genau. Ja, und das Zweite, worüber ich momentan nicht reden kann, ist das Bild von Stephen King. Auch das habe ich im Oktober fertig gelesen. Und die Besprechung dazu hört ihr dann irgendwann, vermutlich im Dezember oder so, im König Bube Dame Gast. Genau. Da bin ich auch gespannt drauf, denn auch das habe ich gelesen. Und eine Meinung dazu. Ja, ich habe auch eine Meinung dazu, ich bin mir nur noch nicht sicher, welche. Ja, leider. Okay, lass mich kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück habe ich jetzt noch. Soll ich erstmal weitermachen? Dann mach du weiter, denn ich habe nur noch 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann eine weitere wirklich große Empfehlung, die ich diesmal habe. Hitlers Master of the Dark Arts von Bill Jenner. War ein hochinteressanter Einblick in die Biografie und Gedankenwelt von Himmler. Mit ganz viel Kontext zu den okkulten Wurzeln der nationalsozialistischen Weltanschauung. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich gut geschrieben. Und sogar tatsächlich für Menschen interessant, die sich mit dem Thema schon ein bisschen auskennen und da wirklich schon ein bisschen drin sind. Natürlich muss man sich für das Thema interessieren. Das tue ich aber sehr. Und ich muss sagen, ich habe an dem Buch echt Spaß gehabt. Es ist leider schweineteuer. Also fast schmerzhaft teuer, wenn man es als richtiges Buch haben will. Die Kindle-Version ist auch teuer genug, aber die kann man wenigstens bezahlen. Aber es ist ein echt gutes Buch und wenn man sich gerade für diese Seitenwege der Historie interessiert, ist es echt zu empfehlen. Ist halt Englisch, aber damit muss man leben. Ja, bei Sachbüchern stört mich das eigentlich noch viel weniger als bei Büchern. Weil es da einfach viele gute Sachen überhaupt nicht auf Deutsch gibt. Und zweitens, die Übersetzung, gerade bei Sachbüchern, teilweise dann doch Probleme macht. Ja, das ist richtig. Ich meine, gut, hier in dem Kontext, ich meine, geht es ja um hauptsächlich deutsche Fachbegriffe im Zweifelsfall. Da geht das noch eher, aber ja. Ja, der Fenster switchen. Genau. Gut, dann bist du dran. Ja, mir fällt so überhaupt keine Überleitung ein. Zumindest nicht zu dem Buch, das ich als nächstes hätte. Aber das will ich halt als nächstes machen. Denn ich habe auch wieder einen Richard Layman gelesen. Ja. Und zwar diesmal Der Wald. Mhm. Klingt schon wieder so nach einer Hinterwäldler-Horrorgeschichte. Ist es in gewisser Weise auch. Aber er hat diesmal etwas anders gemacht als in vielen seiner anderen Bücher. Er hat sympathischere Hauptfiguren. Ja, das ist ja schon mal viel wert. Das ist sehr viel wert. Denn deswegen hat mir das Buch dann auch zumindest großenteils gefallen. Mhm. Also es geht um zwei Familien aus L.A., die so ein bisschen durch die kalifornischen Wälder trampen.
und abends am Lagerfeuer sich Gruselgeschichten erzählen. Und dann kommen sie so in eine, ja, in so eine Blair Witch-Situation mit komischen Hinterwäldlern und ja, es passiert halt das, was man erwartet. Hm. Aber sie entkommen, zumindest großenteils, und gehen nach Hause und denken dann, es ist alles vorbei. Aber das Böse folgt ihnen. Großteils als Gruppe oder großteils mit weniger Körperteilen? Gruppe. Okay. Also es ist kein Torture-Porn, wie man ja viel in diesen Büchern hat. Es ist tatsächlich mehr so Psychospiele und dann abgeschlachtet werden. Ja, okay. Ja, das klingt ja jetzt nicht ganz schlimm. Ja, ich bin jetzt auch mit meiner Richard Lehman-Sammlung bald vollständig und dann schaue ich irgendwann mal, mache ich irgendwann mal eine Liste, wie viel mir gefallen hat und wie viel nicht. Und ich glaube, ich werde enttäuscht sein. Ich befürchte es fast. Naja, gut, aber ich meine, wir wollen ja die Hoffnung nie aufgeben, wenn wir schon den Kunz gefunden haben, der uns gefällt. Ja. Ist ja noch nicht alles verloren. Ganz ehrlich, wenn ich nicht irgendwie Spaß an ihm hätte, selbst an den schlechten Büchern, würde ich es nicht lesen. Ja, das ist richtig. Es ist ja nicht, dass wir einen Richard Lehman-Podcast hätten, zum Glück. Genau. Ja, dann mache ich weiter mit zwei Hörbüchern, die ich gehört habe. Wieder von Charles River Editors beide. Einmal Die Condottieri. Ist eine sehr interessante Sache, von der ich halt tatsächlich überhaupt nichts wusste. Es ist eine interessante Betrachtung einer Söldnertruppe des Mittelalters und der Renaissance, deren Existenz mir tatsächlich überhaupt gar nicht bekannt war. Die Erzählerreihe, die Erzählstimme und der Leser sind wirklich interessant und hübsch. Kann man also auch wirklich gut anhören. Und dafür, dass es halt ein Thema ist, von dem man so überhaupt noch nie was gehört hat, hat das durchaus Spaß gemacht. Es geht halt relativ schnell, sind beides jeweils so ungefähr eine Stunde und kann man so weghören. Und das zweite war The Battle of Vienna. Das ist natürlich, glaube ich, ein Thema, was man als Europäer zumindest schon mal gehört hat, oder? Ja, also zumindest ich. Ja gut, wir zählen halt nicht, aber ich glaube, die große abendländische Schlacht um Wien, die ist, glaube ich, schon irgendwie gängig. Es ist halt ein interessantes Thema. Es ist eine interessante und wichtige Schlacht. Und es ist, glaube ich, oft genug erwähnt worden bei diesem Anschlag in Wien, dass es im allgemeinen Gedächtnis ist. Genau. Aber ich muss halt hier auch sagen, es war halt doch ein bisschen arg gefärbt, die ganze Darstellungsweise. Ich meine, das ist halt was Politisches und gerade in heutigen Zeiten wird es halt noch mal politischer gemacht, als es eigentlich sein muss, meiner Meinung nach. Aber es ließ sich halt hier in dem Moment nicht vermeiden. Aber es ist, man muss sich bewusst sein, es ist tatsächlich gefärbt. Allerdings muss ich sagen, hier war ich tatsächlich mit der Leserstimme nicht so richtig zufrieden. Ja, genau. Das wären die zwei Hörbücher gewesen. Und dann habe ich jetzt noch drei Stück. Ja, dann bin ich jetzt dran, auch mit was Geschichtlichem, aber fiktiv geschichtlich mehr, aber dafür auch zwei Bücher. Mhm. Beziehungsweise ein englisches und zwei in der deutschen Ausgabe. Dafür aber auch ziemlich dicke Hardcover beide. Ich habe wieder Robert McCammon gelesen. Oh. Mhm. Schon öfter erwähnt. Der hat ja in den 80ern viel Horror geschrieben. Ja. Und hat sich dann irgendwann mit seinem Verleger überworfen und hat dann viele Jahre lang gar nichts geschrieben. Ich glaube, fast ein Jahrzehnt. Und ist dann mit ein paar Büchern vor einigen Jahren wieder zurückgekommen und schreibt aktuell an seiner Matthew Corbett-Saga. Da habe ich jetzt diesen ersten Band gelesen, wie gesagt, in zwei Teilen Deutsch. Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal. Mhm. Das ist also eine historische Geschichte, die mit den Hexenverbrennungen spielt. Es ist das Jahr 1699. Amerika, es sind halt wirklich noch die Kolonien. Hm. Und in so einer kleinen Stadt gibt es das Gerücht, dass eine Hexe umgeht. Okay. Und ein fahrender Friedensrichter und sein Gerichtsdiener, eben dieser Matthew Corbett, sollen den Hexenprozess durchführen. Hm. Aber irgendwie
Irgendwas stimmt da nicht, merkt Matthew schnell. Denn in dieser Stadt passieren noch viel rätselhaftere Dinge, als dieser Frau vorgeworfen werden. Mhm. Und natürlich auch so ein bisschen Liebesgeschichte mit dabei, bla bla blub. Mhm. Ja. Aber er muss sich halt tatsächlich dem Bösen stellen, das in dieser Stadt lauert. Mhm. Klingt interessant. Ich habe mir auch schon den nächsten Band geholt. Muss aber sagen, dass ich es teilweise doch ziemlich zäh fand. Das ist schade, weil die Idee klingt echt gut. Ich mag den Stil, die Idee ist auch gut, ist auch gut, eigentlich gut geschrieben. Mhm. Aber irgendwas an der ganzen Sache hat mich nicht so richtig gepackt. Vielleicht ist das auch so ein Buch, wo man sich ein bisschen mehr drauf einlassen muss, kann auch sein. Ja. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall die Reihe weiterlesen. Mhm. Der zweite Band ist auch wieder zweigeteilt. Danach geht es dann mit Gesamtbänden weiter. Wahrscheinlich auch, weil die Bücher einfach kürzer sind. Und ich werde dich auf dem Laufenden halten. Also, ja, ich gebe die Reihe auf jeden Fall noch nicht auf. Ja. Das klingt auf jeden Fall spannend und ich mag halt auch dieses Setting. User in your channel is recording. Was? Hallo Jonas. Ja, ich finde halt das Setting echt spannend. Also erstmal unabhängig davon, ob man es vernünftig umgesetzt hat oder nicht, aber ja, könnte man sich mal antun. Ich mag ja seinen Stil ohnehin. Hm. Auch von den Beschreibungen her ist das alles sehr schön gemacht. Aber sehr weitschweifig. Ja. Und das ist dann ja, teilweise doch ein bisschen anstrengend. Hm. Ja, das sehe ich ein. Gut, dann bleiben wir gleich bei weitschweifig. Ich habe The Gold of the Gods von Erich von Däniken gehört. Es ist eines der weniger unterhaltsamen Bücher von Däniken. Aber wie gesagt, momentan, wir haben so viel, das in der Welt passiert, dass ja, sich die Nachrichten und die wichtigen Dinge so ein bisschen überschlagen im Hirn. Und man braucht einfach Leerlauf und dafür ist solcher Schwachsinn am besten geeignet. Es ist halt nur leider diesmal wieder so ein Mimi, alle sind gemein zu mir Buch, aber es hat tatsächlich ein paar hübsche Momente. Das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Naja. Du weißt ja, ich bin kein so Freund von Däniken. Also ja, ich halt auch nicht. Ja, aber ja, nein, das hatten wir schon. Auch so grundsätzlich nicht, deswegen. Ja. Ja, ich habe da noch etwas zu Ende gelesen. Mhm. Und zwar die Pate-Saga von Mario Puzo. Mhm. Mit dem letzten Roman, den er, glaube ich, auch nicht mehr ganz alleine geschrieben hat. Mhm. Ich glaube, der ist schon nach seinem Tod rausgekommen und ist von einem weiteren Autor zumindest, ich will es nicht lügen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Das Buch ist Omerta. Mhm. Und führt die Pate-Saga halt ins 21. Jahrhundert. Mhm. Es gibt wenig oder kaum was, was an die klassischen Corleones erinnert. Mhm. Sondern erzählt halt die Geschichte der Mafia weiter. Und auch vom Kampf der Mafia gegen, vom Kampf des FBIs gegen die Mafia, das sich dann aber 2001 nach den Terroranschlägen natürlich grundlegend ändert. Ja. Als plötzlich nicht mehr die Mafia die Bösen sind, sondern die Terroristen. Mhm. Ja, es ist ein schönes Stück zwischen Tradition und Moderne. Ich würde aber trotzdem sagen, von den vier Pate-Büchern oder Corleone-Büchern, wie immer man sie nennen will, das Schwächste. Aber war trotzdem gut zu lesen. Es ist eine großamerikanische Saga und kann ich also echt empfehlen, dass man sich diese Bücher mal anguckt, wenn man sich für dieses Thema ein bisschen interessiert. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Gut, dann habe ich jetzt nur noch Moment, zwei Stück. Und du? Ich auch. Okay. Dann habe ich wieder ein letztes Buch von Charles River Editors gehört. Nämlich eine Biografie zu Aleister Crowley. Und ich muss sagen, das ist ja ein Thema, wo ich immer viel Spaß dran habe.
aber es ist ein extrem angenehm, unaufgeregter Überblick über Crowley. Sehr humorvoll gelesen, also er kann sich tatsächlich auch nicht verkneifen, ab und zu einen Witz zu machen. Und es hat tatsächlich ein paar Infos zu dem Thema, die ich so persönlich noch nicht kannte. Crowley ist sicherlich ein Begriff für die meisten Leute. Das ist der Mensch, der eines der bekanntesten Tarot-Systeme erfunden hat. Und ganz generell halt ein sehr, wie möchte ich es nennen, eine berüchtigte Gestalt. Einer der bekanntesten Okkultisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Genau, drücken wir es so aus. Auf jeden Fall sehr spannende Figur, auch so rein menschlich recht spannend. Abgesehen von halt, ob man sich für das Ganze interessiert, was halt Okkultismus und so weiter ist. Aber ich muss sagen, an der Biografie habe ich echt meinen Spaß gehabt. Die war wirklich nicht verkehrt. Und ja, kann man hören, ist einer der besten Einstiege zumindest in eine Biografie, die ich seit langer Zeit gehört habe. Das klingt doch gut. Das ist nämlich tatsächlich eine interessante Figur. Wenn man ein bisschen einen ganz kleinen Einstieg haben will, die Hoxillas haben, glaube ich, auch mal eine Folge über ihn gemacht. Genau. Und das ist halt, also diese Figur ist halt sehr extrem verbandelt mit unglaublicher Legendenbildung, die natürlich von ihm auch so gewollt war, logischerweise. Aber das fand ich halt hier tatsächlich so schön, dass es sich mehr darauf bezieht, eben, er war Bergsteiger, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Und was das zu der damaligen Zeit so bedeutet hat. Und all solche Sachen, also wirklich den unaufgeregten Teil daran und nicht diesen ganzen skandalbelasteten Blödsinn, den sie halt, auf den sie sich halt sonst gern beziehen. Drücken wir es so aus. Mhm. Ja, bei skandalbelasteten Blödsinn komme ich zu meinem nächsten Buch. Ich habe einen Coming-of-Age-Roman gelesen, der dir gefallen könnte. Okay, ich bin gespannt. Es ist ein Klassiker, es ist Charles Bukowski, Das Schlimmste kommt noch oder Fast eine Jugend. Ja, okay, das ist genehmigt. Das kann man, glaube ich, auch nicht so wirklich als Coming-of-Age-Roman bezeichnen. Also Bukowski erzählt hier anhand einer fiktiven Geschichte, auch Geschichte seiner Jugend in Amerika der 20er, 30er Jahre. Er ist ja in Deutschland geboren und dann aber schon sehr, 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 sehr jung mit seinen Eltern nach Amerika gegangen. Und ja, es ist am Anfang, man muss ein bisschen, braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber wenn man drin ist, dieses Sittengemälde der 20er, 30er Jahre, das gleichzeitig so fremd wirkt und gleichzeitig so modern, ist sehr interessant gemacht. Es ist eine derbe Sprache natürlich. Es gibt viel Sex, viel Gewalt. Oder für den jungen Bukowski eher weniger Sex, aber naja. Es ist eine Autobiografie in Romanform und das finde ich schon mal ziemlich interessant. Und bis jetzt habe ich von Bukowski größtenteils auch so Gedichte und kurze Sachen gelesen. Und es hat mir doch echt gefallen, was ich hier gelesen habe. Ja, tatsächlich. Ich habe das schon gelesen und ich hatte es auch sehr gut in Erinnerung. Das kann man tatsächlich machen und Bukowski ist halt echt nicht schlecht. Er ist nicht so geil, wie ihn alle feiern, aber er ist halt echt nicht schlecht. Genau so sehe ich das auch, ja. Gut. Dann würde ich mein letztes Buch noch anbringen. Sex, Magic, Tantra und Tarot von Christopher S. Hyatt und ein paar anderen. Es ist eine unnötig mystifizierte und ritualisierte Darstellung einer im Kern echt simplen und guten Idee. Es geht halt, ja, genau. Und Sex und Energie und die Dinge, die das psychisch mit einem macht, die einen dazu ermächtigen, sich selbst wieder zu aktivieren und sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Drücken wir es so aus. Ach ja, Sex mit selbst in die Hand nehmen kenne ich. Nein, aber es hat halt sehr. Das haben halt diese ganzen Magie und so weiter Bücher alle an sich. Ja. Das ist ja eigentlich eine gute Idee, weil meiner festen Überzeugung nach ist Magie ein Mittel zum aktiven Selbstbetrug. Weil ich glaube, da gibst du mir recht, Flo, solche Menschen wie wir neigen dazu, uns unbewusst selbst zu sabotieren und uns unbewusst schlechter zu finden, als wir sind. Wie unbewusst? Ja, genau. Ich mach das ganz absichtlich.
Und dazu braucht man halt gelegentlich ein Gegenmittel. Und das ist halt, das sind solche Sachen, die meiner Meinung nach über diese Dinge funktionieren. Weil du dich halt selbst austricksen kannst. Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendeine göttliche Intervention hast oder irgendwelcher Blödsinn. Es geht nur darum, dass du durch die Ritualisierung zum Beispiel auf dein eigenes Muskelgedächtnis zugreifst und diese Dinge. Und dadurch dir selber die Antworten gibst, die du dir nicht trauen würdest, dir selber ins Gesicht zu sagen. Kannst du mir folgen, was ich meine? Ja, ich denke schon. Und das ist halt hier auch wieder drin. Die Idee ist dahinter gut. Allerdings, wie gesagt, diese Überritualisierung und diese Überdramatisierung und Mystifizierung des Ganzen nervt halt, aber muss halt sein, weil nicht jeder die gleiche Einstellung zu diesen Dingen hat wie ich. Was ich im Übrigen sehr schlimm finde. Aber egal. Also auch da. Ist sehr beruhigend, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber auch da versteht mich nicht falsch. Ich falle hier nicht in das Loch mit den Mystikern und Zauberern und Homöopathie und Schwurblern, sondern ich empfinde das als Art des gerichteten Selbstbetrugs. Und wenn man ein Mensch ist, der sich unbewusst selbstständig sabotiert, braucht man das, glaube ich, gelegentlich. Und dafür sind solche Sachen echt nützlich. Aber an sich trotzdem ein gutes Buch. Wie gesagt, die Idee ist ganz hübsch. Und an dem Tarot-Part hatte ich tatsächlich sehr viel Spaß. Der ist echt gut geschrieben und wirklich hübsch, auch inhaltlich. Genau, aber es ist halt ein sehr kurzes Buch. Ne? Also es sind 200 Seiten oder so. Gut, dann komme ich auch zu meinem letzten Buch. Und zwar habe ich wieder ein Buch aus der Extrem-Reihe gelesen, aus Fester Verlags. Mhm. Das ein bisschen eine Besonderheit ist. Mhm. Erstmal, es ist aus dem Jahr 1999, das heißt, es ist tatsächlich schon eine ganze Zeit vor dieser Extrem-Horror-Welle erschienen. Mhm. Es ist geschrieben von Lucy Taylor. Weibliche Autoren gibt es zwar da auch regelmäßig, aber es sind dann doch eher in der Minderheit. Mhm. Es ist ein bisschen dicker als die meisten anderen. Und vor allem, es ist gut. Oh, hübsch. Also es ist wirklich interessant. Es geht um eine junge Frau, die ja um die Welt reist, von einem sexuellen Abenteuer zum nächsten, überall auf der Welt. Das beginnt in Hamburg zum Beispiel, dann im SM-Club. Mhm. Und ja, sie sucht halt, sagen wir es mal, einfach so den Sinn in ihrem Leben. Mhm. Ja, nicht wie so wirklich, also sie sucht irgendwas. Mhm. Aber immer wenn die Nähe zu eng wird, dann verschwindet sie wieder, geht an den nächsten Ort. Auch gleich gesagt, Paulas Spiel in Buchform. Ja, nur ein bisschen extremer. Okay. Sie erfährt von einem Ort, der City. Mhm. Weiß nicht, was ist. Es muss irgendwie eine Art modernes Sodom und Gomorra sein. Hm? Und sie ist davon besessen, diesen Ort zu finden. Mhm. Das macht sie letztendlich auch und der Ort ist noch viel heftiger, als du dir vorstellen kannst. Oh. Aber sie ist nicht allein, denn ein psychopathischer Ex-Lover mit einer Vorliebe für Kannibalismus ist ihr auf den Fersen, mhm, und findet auch diesen Ort. Und da kommt es dann zu einem sehr kranken, blutigen Showdown. Ich glaube, ich möchte dieses Buch lesen. Ja, es ist tatsächlich, also wie ich immer bei diesen Büchern sage, wenn ihr nicht wisst, worauf ihr euch damit einlasst, lest es nicht. Ja, das tue ich tatsächlich. Ja, bei dir habe ich da keine Angst. Es ist tatsächlich ein Buch, das auch so psychologisch ein bisschen mehr Tiefgang hat und nicht nur einfach so Sex und Gewalt aneinander reiht. Mhm. Und das macht es, glaube ich, es hebt es so aus der Menge der Bücher dieses Genres doch hervor. Mhm. Also es klingt auf jeden Fall für mich sehr spannend, aber glaubt mir an dieser Stelle, hört auf Flo, wenn ihr nicht wisst, was ihr da tut, lasst es. Weil das sind teilweise wirklich Dinge, die sehr dreckig sind, ja, und sehr triggern können. Ja. Da gibt es einige Szenen auch in diesem Buch, vor allem wenn sie dann in dieser City ankommen. Allein nur Beschreibungen, wie sie durch Hallen gehen und was da alles passiert.
Das ist für manche, glaube ich, schon das nicht zu ertragen. Und das ist erst der Anfang. Ich glaube, ich mag das Buch. Weißt du, E-Book-Version? Beim Fester Verlag direkt gibt es das E-Book. Diese Bücher, also die E-Books, gibt es auch nicht mehr im Handel. Es gibt alles nur noch über den Verlag. Okay. Gut. Ja, dann sind wir, glaube ich, durch, oder? Wer hast du noch welche, die ich vergessen habe? Ich bin jetzt fertig, ja. Hervorragend. Ja, ich bin auch durch mit meinen Büchern. Und ich muss sagen, der September war halt dünn. Da habe ich wirklich wenig gelesen. Aber dafür halt dann tatsächlich Bücher, die richtig geil waren. Und im November viel, viel mehr Masse endlich mal wieder. Und ich habe die Hoffnung, es wird jetzt auch langsam über die Wintermonate wieder ein bisschen besser. Zumal ich ja jetzt 3 Wochen lang Zwangspause habe, wo ich wahrscheinlich sehr viel zum Lesen kommen werde. Hoffe ich zumindest. Und ja, man darf gespannt sein. Also wie gesagt, ihr werdet die Bücher von November und Dezember dann irgendwann im Dezember bekommen, nehme ich mal an. Denn spätestens ab 11. Dezember bin ich dann wieder in Freiheit. Und bis dahin, Flo, es war mir eine absolute Ehre. Vielen Dank. Es war wieder sehr schön. Und liebe Hörer und Hörerinnenschaft, lasst es euch gut gehen. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Passt auf euch auf und viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Delateratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.